Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich mit neuer Frisur. Ja, ich habe hier mal etwas, was ich als Text gerne vortragen würde, und zwar kommt das von der Telegram-Gruppe True Bavaria. Kann ich euch gerne unter dem Video nochmal verlinken. Da geht es einfach mal um den Status quo. Was ist hier eigentlich gerade so auf der Erde los? Ich finde das ein ganz witziger Überblick über das Ganze. Und bedanke mich ganz herzlich bei True Bavaria dafür, dass ich das hier verwende. Ja, es geht los. Zitat True Bavaria: Die neue Weltordnung ist tot. Die Young Leaders werden vom Himmel geholt und es wird weltweit weiter gezündelt, wie beim israelischen Angriff auf die iranische Botschaft in Damaskus. Israel verliert den PR-Krieg im Gazastreifen. Und auch dort scheint der Wendepunkt erreicht. In der NATO tickt eine Zeitbombe und es gibt nichts, was der Ukraine jetzt noch helfen kann. In vieler Munde ist auch die totale Sonnenfinsternis am 8. April, Anmerkung nicht zu vergessen, CERN, der große Versuch heute. Und man stellt sich vielerorts die Frage, was dort eigentlich passiert. Es wird weiter eng für Ursula von der Leyen. Und Strafermittler untersuchen den Pfizer-Deal. Interessant ist die Synchronizität, nach der jetzt auch das CDC nach einem Gerichtsbeschluss Berichte über Covid-19-Impfstoffverletzungen veröffentlichen musste. Im Drama Royal und dem allgemeinen Niedergang der Königshäuser erreicht die Katespiracy um das angebliche Verschwinden von Prinzessin Kate ebenso den Mainstream wie die Spekulation um Baron Trump, der soll ein Zeitreisender sein, und Beleg ist ein Buch aus dem Jahr 1888 mit dem Titel Reisen und Abenteuer des kleinen Baron Trump von Ingersoll Lockwood. Die Viruswut sitzt laut Bild tief. Corona spaltet Deutschlands bis heute und ein Drittel will die Politiker von damals bestrafen. Faktenfreie Corona-Schikanen lösen Empörung aus. Wer den Mund aufmachte, wurde vernichtet und man sieht die Scham bzw. helle Panik der Corona-Täter und eine Diskursentwicklung und Medienecho zu den RKI-Files. Es werden Konsequenzen für den Journalismus gefordert, da sie die Angst als Instrument der Politik verbreiteten, sodass der psychische Zustand in der Bevölkerung nach wie vor besorgniserregend ist. Das ZDF löscht offenbar klammheimlich eigenbelastende Impfpropaganda und endlich wagen auch Mitarbeiter der Öffentlich-Rechtlichen wegen Verstößen gegen Meinungsvielfalt, Pluralität, Ausgewogenheit den Aufschrei und verfassen ein Manifest. Der Virologe van den Bosche warnt indessen wiederholt vor einem massiven Tsunami des Todes unter Geimpften. Das grüne Kartenhaus bricht ebenso zusammen wie die Klimahysterie als Zeitgeist-Massenphänomen und es dämmert immer mehr Menschen, dass CO2 der teuerste Betrug der Geschichte ist. Außerdem gibt es immer mehr prominente Studien, die das IPCC-Klimamodell widerlegen. Und auch der Physik-Nobelpreisträger John F. Clauser leugnet den Klimawandel. Auch Ole Humlum schreibt in seinem Bericht über das Klima 2023, dass es keine globale Klimakrise gibt. Ein Cambridge-Klimaforscher sagte, der ausgerufene Klimanotstand sei eine edle Lüge und werde für politische Zwecke missbraucht. Für manche unglaublich ist die Wahrheit über Chemtrails und Geoengineering. Und gleichzeitig sind über 300 Patente zur Wettermanipulation bekannt und in Tennessee wird ein Gesetz zurzeit gegen Chemtrails verabschiedet. Auf dem Weg in eine sozialistische Diktatur lösen sich die Grünen jetzt ganz offen von Fakten und fordern mehr Armut und weniger Menschen auf der Erde. Juristen laufen Sturm gegen Fasers Demokratiefördergesetz und Verfassungsrichter warnen vor einem Juristen laufen Sturm gegen Fasers Demokratiefördergesetz und Verfassungsrechtler warnen vor einem entfesselten Inlandsgeheimdienst, während Haldenwang die letzten Masken fallen lässt. Habeck plant die Stilllegung der deutschen Erdgasnetze und somit einen weiteren Abriss nach dem Motto
Verbrannte Erde 2.0. Sehenswert ist Climate, the Movie, eine Abrechnung mit dem Klimaschwindel. Nach dem weiteren Anstieg der Straftaten, insbesondere der Ausländerkriminalität, Messeangriffe etc., sehen immer mehr das Scheitern des großen Experiments und noch dazu Werbekampagnen zum Bevölkerungsaustausch. Kardinal Müller, der kürzlich auch von Tucker Carlson interviewt wurde, spricht schon lange Klartext und sagt, dass Massenimmigration die nationale Identität zerstören soll. Der Staatschef von Botswana kritisiert als erster Präsident Afrikas Deutschlands Migrationspolitik und sagt, es sei absurd, jeden reinzulassen. Soweit der Text von True Bavaria. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich. Ich wünsche euch trotz alledem einen schönen Tag. Thank you. Das Video hat dir gefallen? Kommentieren, abonnieren, liken. Danke.